Es hat ein TNT gezündet und das war's, oder wie? Crash-Test, let's go. Das testet, wie viele TNTs es spawnen kann, bis mein Minecraft abstürzt. Nein, die Bergziege. Dieser TNT-Regen ist so groß, er wird deinen Computer, ja, crashen lassen. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Wundert euch nicht, warum das Video heute nicht um 14 Uhr kam, sondern ein bisschen später, beziehungsweise heute Nachmittag, abends. Ich hatte noch einige Sachen zu tun, beziehungsweise habe mir neue Spiele rausgesucht für Streams, beziehungsweise runtergeladen, installiert und so weiter. Und mir einige Gedanken gemacht wegen Videos und so, Projekten. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, weil das Video kommt ja trotzdem bloß halt später. Naja, wie ihr im Titel schon seht, heute mal Minecraft. Nichts mit Teardown. Ist zwar so ähnlich wie Teardown, aber es wäre was anderes. Kennen aber mit Sicherheit einige von euch mehr als Teardown. Ja, am Titel seht ihr schon sehr merkwürdig, denn es ist ein TNT, beziehungsweise ich habe ein TNT gefunden, was wirklich so heißt. Es ist nicht einfach nur der Titel, sondern das ist wirklich der Name von dem TNT. This Rain TNT ist... Okay, warte... Super, ich muss einfach draufbleiben. This TNT rain is so big, it will crash your computer. In Deutsch übersetzt, dieser TNT-Regen ist so groß, er wird deinen Computer, ja, crashen lassen. Ich bin gespannt, also absolut geisteskrank. Das Bild, warte, wir schauen es mal an. Na gut, das Bild ist ein bisschen harmlos, aber... Okay, ich habe Angst gehabt, dass ich es aus Versehen auslöse. Wir fangen natürlich erstmal mit harmloseren an. Ja gut, ich brauch's zwar gar nicht sagen, aber das ist ja dann selbstverständlich. Heute geht's wieder um TNTs, ne? Also, wir sind jetzt, weil es ist schon echt länger her, seit wir das letzte Mal Minecraft gespielt haben. Deswegen musste ich selbst erstmal nachgucken, wo wir waren. Genau. Tier 2 hatten wir durch. Das war das letzte. Dann haben wir die Zar-Bombe auch noch getestet. Ich glaube, das war sogar der Titel. Ja, und die nächsten, ich glaube sogar, die war auch noch dabei. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fange, denke ich mal, gleich an. Oh mein Gott, richtig coole Insel. Genau, ich, ja, starte einfach mal. Werde mir jetzt nicht so viel Zeit lassen, damit das zu begutachten und so. Einfach mal... Oh mein Gott, es wird Nacht. Warum jetzt? Ich wollte doch gerade starten. Nehmen wir mal das türkise Bett hier. Du kannst nur nachts oder wegen einem Gewitter schlafen. Jetzt ist Nacht. Entspann dich. Es ist wenigstens gut, dass man vorzeitig schlafen kann. Sonst wäre das echt nervig. B41 thermonukleare Bombe. Ich glaube, das ist wieder eins von den TNTs, weil die meisten musste man ja nicht... Die konnte man einfach mit Rechtsklick anzünden, die anscheinend nicht. Only enabled with Redstone Stuff. Rudi, warum brauchst du Redstone Stuff? Keine Ahnung, warum ich das machen musste, aber okay. Zeichen ist auf jeden Fall cool, denn ja, thermonuklear. Ich bin sehr Oh, ich habe schon wieder fast vergessen, wie groß diese Bomben sind. Oh, ich wüsste gern, wie der Ton war, aber ja, können wir nicht reinstellen, sonst... Ja, ich weiß nämlich nie, wie die sind. Also wir hatten auf jeden Fall schon größere. Es zählt auf jeden Fall zu den größeren. Also mit Abstand. Ich meine, hier war ein kleiner See und eine Insel. Oh, thermonuklear, du bist ein bisschen hart. Ivy Mike. Ich gehe mal sogar davon aus, dass das wahrscheinlich der Prototypname für ein, ja, Prototyp war. Wahrscheinlich, oder für eine Bombe. Ja, dann das hört sich schon so nach einem Namen an für eine Bombe. Wir starten. Ich suche jetzt kein Dorf, ich mache einfach, weil ich will die entspannte Explosion sehen. Let's go. Ivy Mike. Also ich mache jetzt mal auf einfach, denn... Ja, genau, das hat auch ein Boss gespawnt, der einfach nicht da ist. Okay, also die Ivy Mike ist wirklich absoluter Schmutz. Und ich verstehe nicht, warum er... Warte, ich zeige es euch nochmal. Ich verstehe nicht, warum hier die krasse, ich glaube, die war genauso krass oder vielleicht krasser und dann wieder so eine kleinere kommt. Die müssen auch alle irgendwie gleich sein. Ja, jetzt haben wir oben zwar dieses nervige... Hä? Verfolgst du mich? Okay, anscheinend verfolgt es mich. Okay, gut. Wir müssen anscheinend doch hier auch friedlich machen, weil sonst werden wir belästigt von diesem Boss-TNT. Okay, nächstes. Das Hydrogen-Biom-Buster. Oder Hydrogen-Biom-Buster. In English. Oh my God. Witzige Fun-Story. Obwohl, ich weiß nicht, ob es funnig wird. Ich werde heute im Stream mal nicht Only Up, sondern dieses andere Spiel spielen. Alt F4. Ist ja so ähnlich. Ja, ich bin gespannt. Da ist Mont der sehr, sehr oft ausgerastet. Let's go. Pfeil geht nach unten. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwas in die Tiefe gehen. Also was mir gefällt, dass es ein perfekter Kreis ist. Also ich würde sagen, es ist ein perfekter Kreis. Oh mein Gott. Das ist schon krass, oder? Man sieht so die Außen, aber das Innen nicht. Irgendwie mag ich das TNT. Auch wenn es nicht so groß ist wie das andere da. Also man von der einen Seite zur anderen Seite gucken kann. Ohne Nebel. Okay, man kann nicht ganz dahin gucken, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber es ist trotzdem witzig. Also hat auf jeden Fall was. Aber es ist halt einfach eine ganz normale Explosion. Ich will mal irgendwie was Neues. So, ich fand diese großen oder halben, kleinen, schmalen TNTs ganz witzig. Was ist denn da los? Wieso gibt es die nicht mehr? Serious TNT. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Ich zünde es einfach mal an. Also optisch ein Ofen vielleicht?
Okay, es hat sich aufgelöst. Das war es doch jetzt nicht, oder? Willst du mich triggern? Wir zünden es nochmal hier. Es hat ein TNT gezündet und das war's, oder wie? Mit Sicherheit hätte das irgendwas auslösen müssen, weil niemals war es das einfach so. Ja, aber okay, anscheinend ist diese Series langweiliger als alles andere, was wir jemals hatten. Okay, enttäuschend. Ja, das Positive ist, das nächste wird nicht ganz so langweilig. Und mit nicht ganz so meine ich, es wird geisteskrank, denn das nächste ist das 2000-fache TNT. Ja, ich würde sagen, ich starte mal. Let's go. Und also optisch, wir sind peinlich, aber... Hä? Das war's, oder wie? Das soll das 2000-fache TNT sein. Also, ich find's witzig, dass das so halbkreisförmig ist und nicht so wie bei der Hydrogenbombe oder bei der... Was waren das andere für eine? B-thermonuklearen Bombe. Weil das war ja wirklich ein richtiger Krater, als ob da so ein Meteor eingeschlagen ist. Ja, aber es ist halt echt klein. Also für 2000-fach erwarte ich irgendwie... Ja, das Doppelte. Ach, Leute. Die TNTs heute sind alle absolut explosiv, aber alle so, wie wir schon andere hatten. Also nichts irgendwie Außergewöhnliches. Das ist so enttäuschend. Aber ich wollte halt die TNTs zünden. Das hilft halt alles nichts. So, nächstes. Das Boss-TNT-Spawn-Egg. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das machen wir jetzt schnell. Ich muss mal auf einfach stellen und bin gespannt, was passiert. Warte mal, das hatten wir schon. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir irgendwie mal so ein Boss-Ding gespawnt haben. Ja, okay, aber es ist halt langweilig. Aber irgendwie finde ich die Gegend hier voll schön. Ich habe noch nie eine Eislandschaft auf einem Berg gesehen. Also auf einem richtigen Berg. Sonst ist es immer so ein Tal irgendwie. Hier so ein Gletscher. Ist es ein Gletscher? Weiß ich, ob das nicht hoch, also zu klein ist. Okay, nächstes. Abnormal Chain Reaction. Okay, die abnormale, ja, Kettenreaktion. Let's go. Okay, es explodiert langsam. So abnormal ist es bisher aber nicht. Ja. Ich glaube, das Langweilige ist eher daran, dass es so langsam geht. Aber es explodiert noch, also... Nein, die Ziege. Oder Schaf, Kamel? Nee, Ziege. Nein, die Bergziege. Ja, okay, es explodiert immer noch fröhlich weiter hin und her. Okay, was mir gefällt, dass es aber jetzt wie Matrix-mäßig ist. Also hier so Blöcke in Blöcken und es geht fröhlich weiter. Obwohl da für mich jetzt auch die Frage ist, hört es irgendwann wieder auf? Also ist es eine Waffe, die wieder aufhört oder ist die, naja, unendlich? Und deswegen eben so langsam. Ja gut, aber im Endeffekt wird sich da auch nicht viel ändern. Das wird einfach genauso weitergehen, das ist hundertprozentig. Ich glaube, das Enttäuschendste hier dran ist eigentlich nur, dass wir die Eislandschaft hier zerstört haben. Oh mein Gott, okay, jetzt auf Dauer wird es echt cool. Okay, jetzt verstehe ich, warum abnormal Chain Reaction. Action. Ey, die geht so lange, es wird Nacht. Also klar, wir haben jetzt nicht morgens angefangen, so, aber... Ja gut, dann gehe ich, glaube ich, jetzt wirklich. Also, im Endeffekt bin ich dann doch ein bisschen stolz auf dich, Chain Reaction. Also, abnormal Chain Reaction. Oh mein Gott, wir haben den das Ende der Welt gefunden. Oh mein Gott. Doch nicht. Kann ich jetzt runter? Ich weiß noch, damals wollte ich noch mehrere Folgen mit diesem großen TNT, noch größeres und so. Aber das Giant TNT war so klein im Verhältnis, dass es eigentlich echt nicht besonders wäre. Ich zeig's euch mal. Ja. Oder? Also so krass ist es auch nicht. Okay, aber die Explosion ist schon krass. Also die erinnert fast an, ja, die Nuklearbombe da. Wieso siehst du dann so klein aus? Du könntest so cool sein, aber so kann ich dich nicht benutzen. Hey, wie der Riesenblock runterfällt. Dann jetzt der Crash-Test. Geh mal davon aus, es wird der Crash-Test für meinen PC sein, ob der abstürzt. Habe ich ja schon öfter erwähnt, ich habe einen sehr guten PC. Dementsprechend dürfte da eigentlich bei beiden TNTs nichts passieren. Weil ich denke mal, das TNT oder die TNTs sind darauf ausgelegt auf, oder dieses Crash-Feature, sage ich jetzt mal so. Obwohl das ja auch kein Feature ist, wenn der PC abstürzt. Ist eher wahrscheinlich auf PCs gemeint, die normal sind. So ganz normale Standard-PCs. Egal, Crash-Test, let's go. Okay, das ist echt ein Crash-Test. Das testet, wie viele TNTs es spawnen kann, bis mein Minecraft abstürzt. Ja, ja gut, also, ja. Okay, die...
Ich find's witzig, dass die Explosionspartikel hier, die laggen nicht mehr. Wie, also wieso laggt das nicht? Gerade wenn viele Partikel entstehen, müsste es eigentlich sehr laggen. Aber gar nichts. Geh mal davon aus, wie gesagt, ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, bei normalen PCs wäre jetzt der Break gewesen, also da wäre es gecrashed. Also schon bei den, wo die TNTs gespawnt sind. Ich glaube, jetzt würden die meisten das auch wieder hinbekommen, aber... Also, ja, Crash-Test habe ich anscheinend bestanden, ne? Gut. Und jetzt werden wir uns das letzte TNT angucken, das hoffentlich mein PC abstürzen lässt. Also abstürzen mit Sicherheit nicht, aber wohl mit Sicherheit weiß ich auch nicht. Vor allem das andere TNT da drüben wird nochmal auch noch ein bisschen Leistung ziehen. Weil das ist ja noch auf dem auf der gleichen Map. Also, this rain TNT is so big, it will crash your computer. Ja, ich bin gespannt. Let's go, wir starten in 3, 2, 1. Ah, jetzt geht's. Irgendwie war das der langweiligste Crash-Test. Hä, wieso ist da hinten jetzt alles weg? Hä, wie weit geht das denn? Hä, ich hab doch nur da... Wieso ist hier auch noch alles weg? Hier war ich doch gar nicht. Okay, irgendwie ist es mega merkwürdig, weil es hat ja gar nicht geleckt, so 0,0. Aber irgendwie hat es die Map so komplett weggemacht. Also ich glaube echt, mir wurde fast nichts davon angezeigt von dem TNT, was eigentlich runtergekommen ist. Ja, okay. Also wie gesagt, es crasht zum Glück nicht mein Computer. Kommt immer noch was runter. Aber es laggt für mich gar nicht. Es crasht auch null. Okay, es ist sehr merkwürdig. Falls ihr den gleichen Mod habt, könnt ihr es ja auch mal ausprobieren. Aber irgendwie sehr komisch. Aber Leute, ich habe nicht gelogen, ne? Das TNT heißt ja so. Also ihr könnt mir nichts vorwerfen hier. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. War wie gesagt mal wieder Minecraft. Mal so als Abwechslung für Teardown. Ja, falls euch gefallen hat und ich mehr Minecraft machen soll, lasst gerne ein Like da. Smash den Like-Button kaputt. Sonst schaut gerne live vorbei. 17 Uhr bin ich die meisten Tage live. Bis 19 Uhr. Und ja, das war's mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.